Ja, moin Leute, heute wieder anspruchsvolle Kost, Fahrwerksvideo, zweiter Teil. Wir freuen uns drauf, ich hoffe ihr auch. Und das erinnert ihr vielleicht vom letzten Mal, das wäre jetzt so ein Zweirad völlig starr. Also wenn man da jetzt in so ein Schlagloch reinfährt, das tut weh. Müssen Sie sowieso erstmal sagen, wir haben natürlich die aufgerüstet hier. Genau. So eine schöne Tafel jetzt, nicht nur dieses kleine Ding noch. Genau. Anschauungsobjekt haben wir hier auch wieder. Also heute wird einiges mit Anschauungsobjekten zu erklären sein. Und ja, heute geht es eigentlich um das Prinzip, wie tut das nicht so weh, wenn man durch ein Schlagloch fahren muss auf der Straße. Was hat es mit Federung und auch mit der Dämpfung auf sich? Genau. Und ich glaube, du wolltest ganz gerne mit der Federung beginnen. Ja, also erstmal die Federung. Ich hatte da so ein kleines GIF-Bild animiert. Das können wir dann noch unten einblenden. Und da sieht man dann, wenn so ein Motorrad, ich sag mal, durch so ein Schlagloch fährt, dass erstmal das Rad, bei dem Bild jetzt nur das Vorderrad, hinten natürlich auch analog, dem Schlagloch folgt. Das federt quasi weg von dem Motorrad. Das Motorrad selber bleibt erstmal auf der Höhe im ersten Moment, einfach aufgrund der Massenträgheit, und kommt erst später dann dem Rad hinterher. Genau das Gleiche dann auch, wenn es wieder aus dem Schlagloch rauskommt. Erstmal weicht das Rad der Kante ja aus. Das Motorrad selber bleibt erstmal unten, nenne ich das jetzt mal, und erst später von der Feder selber nach oben gedrückt wieder folgt es dann langsam eben halt dem Rad auch weiter nach oben dann. Das passiert natürlich in der Realität so schnell, dass man als Fahrer gar nicht bemerken würde. So. Aber wenn man das jetzt mit einer richtig guten Kamera mit Zeitlupe filmen würde, könnte man genau das richtig schön beobachten. Also solche Schlaglöcher oder Fahrbahnunebenheiten allgemein, die sind ja permanent da. Wenn das ein sehr gutes Fahrwerk ist, dann bleibt eigentlich das Motorrad selber immer auf einem Niveau, und unten, da tobt das Leben dann letzten Endes. Man sieht das ganz gut, wenn man jetzt fährt, so in der Abendsonne, und dann ist die schon so ein bisschen schräg und man kann den Schatten genau sehen seinem Vorderrad. Das finde ich mal faszinierend, wie schnell diese Bewegungen eigentlich erfolgen müssen, die das Vorderrad da zurücklegt. Und selber merkt man das gar nicht groß, weil genau das Motorrad soll ja möglichst auf dem Niveau bleiben. Man selber schwebt ja eben letzten Endes auf diesen Federn jetzt im Grunde genommen. Jetzt sei es hier in der Gabel vorne drin, die Federn, oder eben halt, da haben wir ja auch was stehen, so ein Federbein eben halt, da ist hier auch ganz gut sichtbar, worauf wir letzten Endes dann immer relativ ruhig ja quasi ruhen im Grunde genommen. Wolltest du jetzt erstmal grundsätzlich auf die Bauweise von Federn eingehen? Kann ich machen. Es gibt eigentlich prinzipiell zwei Arten von Federn. Die nehme ich mal weg. Mach ich mal so, kann man es besser sehen. Das ist eine sogenannte lineare Feder. Da sind die Windungen praktisch alle gleich. Die sind alle gleich, genau. Gleich weit voneinander entfernt. Und je mehr man es halt belastet, umso mehr presst es sich das eben halt zusammen, das Ganze. Im Gegensatz zu einer sogenannten progressiven Feder, da haben wir einen Teil, da sind die Windungen ganz eng, und einen Teil, da sind sie ein bisschen weiter auseinander. Wenn man die jetzt wenig belastet, trägt jede Windung dazu ja bei, dass die Feder ja quasi kürzer wird, jede Windung arbeitet. Je mehr man sie belastet, irgendwann ist es so weit, dass die Windungen, die eng gewickelt sind, die sind dann praktisch aufgebraucht. Die liegen aufeinander fest, und es bleiben nur noch die unteren hier übrig, und das verhärtet die Feder dann nochmal. Also sie wird dann kräftiger. Je weniger Windung sie hat, desto kräftiger ist eine Feder letzten Endes. Im Grunde könnte man es wahrscheinlich sogar mit zwei verschiedenen Federn, die man übereinander packt, auch machen. Ne? Also ich nehme jetzt einfach mal an, jetzt die beiden hier einfach mal. Wenn ich jetzt auf beide gleichzeitig presse, dann ist es eine kräftige Feder. So ist es dann natürlich eine etwas weniger kräftige Feder. Und beide übereinander, dann wird es, mal gucken, was können wir sowieso sehen, dann ist sie noch schwächerer. Weil die Kraft, die ich jetzt hier einleite, die wirkt ja überall. Die obere Feder wird zusammengepresst und die untere ja auch gleichzeitig. Und das summiert sich dann ja auf, das, was sie dann den Weg ja zurücklegt. Und das ist eigentlich auch das Prinzip,
was hinter so einer progressiven Feder eben halt dahinter steckt. Das sind im Grunde genommen zwei Federn. Einmal eine weiche, einmal eine harte. Wenn die weiche quasi aufgebraucht ist, also sich nicht mehr bewegen kann, dann bleibt nur noch die härtere übrig und dadurch haben wir dann so einen progressiven Anstieg dann letzten Endes. Magst du unseren Zuschauern nochmal erklären, warum dieser progressive Anstieg durchaus auch gewünscht ist? Ja, wir haben ja diese Fahrbahn in Ebenhallen ja permanent. Leider ja. Wenn es ganz wenig, also niedrige Unterschiede in den Ebenheiten sind. Also schön Topf-Eben-Rennstrecke. Im Idealfall. Ja, nehmen wir mal erstmal Landstraße. Wir wollen noch keine Schräglage. Es gibt ja auch richtig gute Landstraßen. Genau. Eine frisch gemachte, die vernünftig ist. Ja. Ja. So, wir haben ja permanent, kommen ja von unten immer diese Fahrbahnstöße, werden ja eingeleitet in das Fahrwerk. So, und wenn die ganze Feder jetzt hier arbeitet, dann ist sie ja relativ weich noch. Mhm. Und dann fühlt sich das sehr kommod für uns anderen. Also es kommt wenig von diesen Unebenheiten bis zu uns dann letzten Endes durch. Wenn aber eine ganz starke Unebenheit kommt, alles, was wir letzten Endes nicht wollen, ist, dass das ganze Ding komplett auf Anschlag geht. Genau. Weil das wäre ja dann sozusagen der Zustand Federkennlinie unendlich groß. Das wäre wie Starrahmen ja. Das ist dann so diese sogenannte Durchschlagen, ne? Genau. Wenn das ganze System auf Block geht. Ja, genau. Und das zu verhindern eben halt, steigt das dann überproportional an, diese Kennlinie, und verhärtet sich und dadurch ist es eben halt, dass es eben halt so gerade eben noch nicht auf Block geht. Das ist so das, was dahinter steckt. Das kann man dann zum Beispiel auch mit Kabelbindern oder so gucken, wie viel Federweg man überhaupt nutzt. Ja, genau. Das beispielsweise. Ab und zu können wir das mal sehen, auf dem Treffen oder irgendwo sowas. Ne? Da sind Kabelbinder, wofür ist der denn da? Da messen die Leute letzten Endes immer genau mit, war ich schon bei meiner Fahrweise auf Block? Oder war es eben halt noch nicht? Habe ich da noch Reserven drin? Dann ist so ein kleiner Trick dabei. So klar. Jo. Also, das erstmal grundsätzlich zu diesem Element Feder. Genau. Du hattest, glaube ich, auch noch was vorbereitet, wie lange so eine Feder eigentlich schwingen kann. Ne? Ja. Nur alleine mit der Feder, ich habe es ja schon eingangs gesagt, nur Feder wird nicht reichen. Man muss eben auch die Dämpfung mit berücksichtigen. Das machen wir aber gleich. Das ist vielleicht eine ganz schöne Geschichte nochmal. So, ich habe da einfach mal irgendwie so einen Drehrest noch von mir. Einfach mal an so eine Feder dran gehängt. Nehmen wir mal an, wir fahren jetzt genau durch ein Schlagloch. Mhm. Alles andere ist topfeben, mathematisch ebene Fläche. Dieses eine Schlagloch jetzt wird ja irgendwie aus der Ruhe gebracht. So, das war nur ein einziges Schlagloch und diese Feder selber. Ja. Jetzt ist es praktisch wieder gerade, müsst ihr euch vorstellen. Das eine Schlagloch hat dazu geführt, dass das System so derartig aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, wie ein Motorrad fährt, wo also vorne, Vorderrad und Hinterrad solche abenteuerlichen Bewegungen. Genau. Also wäre die Reibung jetzt in der Luft und auch die innere Reibung in der Feder selber, das System hier jetzt würde bis zum Ende aller Tage einfach nur weiter schwingen. Eine Feder ist ein Energiespeicher. Ja. Wenn man sie einmal angeregt hat, wird die Energie umgewandelt in eine Bewegungsenergie, geht nach oben, Lageenergie, von da aus wieder eine Bewegungsenergie nach unten, da wieder dann Bewegungsenergie nach oben, wieder Lageenergie, immer einmal abwechselnd. Und das, was wir da jetzt sehen, ist eine ungedämpfte Schwingung. Das ist eine ungedämpfte Schwingung, ja. Ja, will man nicht. Du sagtest vorhin, die hatte ein Kundenmotorrad vor kurzer Zeit, wo es nicht ganz so schlimm war, aber wo sehr wenig Dämpfung nur noch übrig war. Ja, der ist da 2000 Kilometer mit gefahren. Das muss gewesen sein wie auf hoher See. Das kann man, glaube ich, sogar am Reifen sehen, ne? So an Auswaschungen. Und ja, der war relativ vorsichtig noch unterwegs da insofern. Der hat sich seine Fahrweise angepasst. Gut, jetzt sind wir mit Feder aber noch nicht so ganz fertig, weil so eine Feder, die muss, wie ist das? Ich habe die jetzt mal gedämpft kurz. Du hast die jetzt mal gedämpft. Ja. Jetzt haben wir hier noch so ein Motorrad stehen. Ja. Da wollten wir auch noch was dran zeigen, was mit der Feder zu tun hat. Ja, also an diesem kleinen Gift, da sieht man ja, dass es einmal eine Ausfederbewegung und eine Einfederbewegung gibt. Beides brauchen wir. Ich mache das mal jetzt fest. Es geht immer so diese Mehr um. Mein Fahrwerk ist mir zu weich. Ich spanne die Feder jetzt vor und dann wird es härter. Ja. Und mit diesem Märchen möchte ich erstmal aufholen. Das ist auch wirklich schwer auszurollen. Ja, es ist auch.
mal ein kleines Experiment mit dir vor. Magst du dich mal auf das Motorrad setzen? Ja. Also wenn ihr es jetzt so euch anguckt, so ist das Motorrad praktisch unbelastet. Ich gehe da jetzt mal drauf und versuche das auch weiter unbelastet zu lassen, indem ich mich da also so hinstelle. Und jetzt willst du, glaube ich, mal messen, wie lang diese Feder ist. Nee, ich würde sie eigentlich erstmal belastet mal messen. Okay, dann setze ich mich mal hin. So, ich messe jetzt einfach mal unten, wo die Feder da aufliegt. Und wir können sie nicht ganz, aber nehmen wir mal die Kante hier. So, ich habe jetzt eine Länge von 175 mm. Ja. So, machst du einmal kurz entlasten? Ja. Können wir was einstellen? Die Federbeine waren jetzt komplett vorgespannt. Ich entspanne die jetzt erstmal. Konnte man euch ganz gut sehen, wie das dann länger wurde da. So, andere Seite auch. Wo ist er? Da. So, magst du dich noch mal wieder draufsetzen? Ja, also wir hatten es gerade ganz vorgespannt. Genau. Und jetzt hast du praktisch das harte Fahrwerk. Richtig. In Anführungsstrichen. Ja, in großen Anführungsstrichen. So, ich setze mich. Ja. So, ich messe jetzt mal wieder. Und es sind immer noch 175 mm. Gut, von da nach da. Was haben wir geändert oder was wollte der Fahrer jetzt eigentlich dadurch erreichen? Er dachte, er kann jetzt ein weicheres Fahrwerk haben. Wir haben jetzt von hart auf weicher, also auch von viel Vorspannung auf wenig Vorspannung gestellt. Was wir in Wirklichkeit nur geändert haben, ist dieser Anteil. Wir haben einen Gesamtfederweg, der ist ja mechanisch vorgegeben. Dieses Federbein hat ja einen mechanischen Anschlag, wenn sie ausgefedert ist, ja, wo es nicht weitergeht, und auch in die Richtung eingefedert, wo es nicht weitergeht. Jetzt, wo du drauf sitzt, kann es noch weiter einfedern. Das ist der sogenannte Positivfederweg. Und wenn du jetzt ein bisschen das entlastest, kannst du mal machen, ja, kannst du auch noch weiter ausfedern. Das ist dieser sogenannte Negativfederweg, den du hast, wenn du drauf sitzt. Ich verschiebe also durch diese Vorspannung lediglich den Anteil negativ zu Positivfederweg, genau, oder andersrum. Und verändere damit das Niveau des Fahrzeugs, beispielsweise Schräglagenfreiheit oder so. Ja, das kommt noch mal da hinzu. Also hauptsächlich geht es aber erstmal um diese Nummer, das Einstellen. Es ist nur das Einstellen von Negativfederweg zu Positivfederweg. Wie verteile ich meinen Gesamtfederweg auf diese beiden Anteile letzten Endes? Um mehr geht es da nicht. Genau, durch eine Vorspannung ändere ich an der Federhärte überhaupt nichts. Gar nichts. Die Feder ist ja, wenn du drauf sitzt, das Federbein ist ja nicht auf Anschlag, sondern irgendwo in der Mitte, und die Feder wird immer durch die gleiche Kraft ja zusammengepresst, nämlich durch einen Anteil Eigengewicht des Fahrzeugs und einen Anteil Eigengewicht von dir ja letzten Endes. Und das ändert sich ja nicht. Richtig. Deswegen haben wir auch eben bei beiden Versionen die gleiche Länge gemessen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Soll ich sie wieder auf den Seitenständer stellen? Ja, mach das so. Also mit härter und weicher hat das nicht unbedingt was zu tun. Ich hatte das mal gezeichnet auch. Ja. Wir klappen das mal so ein bisschen zusammen hier. Ich brauche nur die Seite erstmal. Okay. So. Ich versuche mir mal so ein bisschen klein zu machen hier. Also keine Angst, es ist zwar ein Diagramm, aber wir machen jetzt keinen Physikunterricht, aber es ist besser zu verstehen. Ich verspreche auch, wir müssen nichts rechnen. Genau, wir schreiben auch keine Klassenarbeit, alles wird gut. Waagerecht, das ist quasi das, was diese Feder zusammengepresst wird. Ja. Also die Linie, das ist die sogenannte Federkennlinie jetzt. Eine ganz einfache Feder, das ist in diesem Fall eine lineare Feder. Das heißt, wenn ich so und so viel Kraft auf die Feder drauf gebe. Genau, hier die Kraft, ich gebe Kraft auf. Dann ändert sich die. Und presst sie dann entsprechend um diese Länge meinetwegen zusammen. Genau. Darum geht es letzten Endes. Nehme ich so viel Kraft, dann mache ich das um die Länge, habe ich die doppelte Kraft,
Dann habe ich dann auch die doppelte Länge das zusammengepresst dann letzten Endes. Das ist so das Prinzip einer linearen Feder. So sind auch die Bezeichnungen für die Federn, wenn ihr da mal irgendwo guckt, ne? Ja, können wir gleich auch mal zeigen. Okay. Genau. Mhm. Was haben wir eben gemacht? Das, was hier braun eingezeichnet ist, das ist jetzt meinetwegen der Bereich, was das Federbein arbeiten kann, 120 mm. Da war dann die Feder so vorgespannt, dass von der Kennlinie, von diesem Punkt bis zu diesem Punkt, also diese Kraft dann letzten Endes genutzt werden kann. Als du drauf gesessen hattest, waren wir meinetwegen hier. Mhm. Das war deine Kraft dann, die du reingelassen hast, und das wurde dann eben halt entsprechend dann zusammengepresst, diese Feder. Dann haben wir sie entspannt, als du drauf gesessen hattest, waren wir immer noch an dem Punkt, der hat sich ja nicht geändert. Ja. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben den Bereich, wo das Federbein arbeiten kann, einfach nur hier rüber geschoben. Okay. Das heißt, mit der weniger vorgespannten Feder haben wir, um das jetzt von hier nach hier, also die Länge ist es an Negativfederweg, mit der wenig vorgespannten, da haben wir, sagen wir mal, viel Negativfederweg. Und bei der viel vorgespannten Feder ist der Federweg, der Negativfederweg analog einfach nur ein bisschen kürzer. Umgekehrt, bei der viel vorgespannten Feder ist der Positivfederweg größer, bei der weniger vorgespannten der Positivfederweg ein bisschen kleiner. Okay, den Negativfederweg brauche ich, wenn das Rad in das Schlagloch reingeht. Genau. Wenn ich den also zu klein mache, ist das auch nicht gut. Dann hängt im Grunde genommen das Rad kann dann kurzzeitig in der Luft hängen. Nehmen wir mal an, das Schlagloch ist 3 cm tief. Ja. Und du hast einen Negativfederweg von 2 cm, dann kann das 2 cm ins Schlagloch rein und der letzte Zentimeter fehlt. Und bis dann das ganze Motorrad durch die Schwerkraft hinterhergekommen ist, in der Zeit ist das Rad in der Luft. Das ist für die Traktion nicht gut? Nein, so, ich sag mal, Landstraße, dritte Ordnung, langgezogene Kurve, Schlagloch, Schlagloch und dann hängt das Rad zur Hälfte der Zeit in der Luft, das kommt nicht gut. Das Vorspannen macht wiederum Sinn, wenn man mit Sozia und Gepäck und so weiter in Urlaub will, richtig? Ja, wobei, da kommen wir, glaube ich, noch später nochmal drauf zu. Okay. Ich kann nochmal das Geheimnis mal ein bisschen lüften, warum die Leute denken, mit der Vorspannung wird es härter. Es denkt ja nahezu jeder. Also fahrt auf irgendeinen Treffpunkt, Zollenspieger, sonst was, unterhaltet euch mit 5 oder mit 10 Leuten, dann werden die alle sagen, ja, dadurch habe ich ein härteres Fahrwerk. Das fühlt sich auch härter an. Ja. Weil in dem Moment, wo man in das Schlagloch reinfährt und wir hängen jetzt gerade in die Luft, ne, dieser eine Zentimeter fehlt uns noch, dass das Rad folgen kann, da hört es ja schlagartig auf, diese Bewegung. Das stimmt. Und genau diese Bewegung wird als Härte empfunden. Die wird als Härte empfunden dann. Das steckt da in Wirklichkeit hinter. Es ist aber in Wirklichkeit das Rad, was in der Luft hängt. Ja, das war erstmal die Abteilung Feder, wofür wir eine Feder brauchen. Wir hatten ja eben noch mal gesehen, Dämpfung. Ja, also wenn wir jetzt nur die Feder hätten halt, dann würde sich das so lustig gebärden, wie du es gerade vorgemacht hast. Dämpfung ist ein bisschen fies, nenne ich das mal. Manchmal brauchen wir viel Dämpfung, manchmal brauchen wir wenig Dämpfung. Nehmen wir mal an, dass wir kommen aus dem Schlagloch gerade raus. Also es wird eingefedert, das Rad kommt ja dem Motorrad entgegen. Und die Kontur des Schlagloches sorgt ja schon dafür, dass das Rad nach oben ausweicht. Egal was passiert, im Zweifelsfalle bis zur Zerstörung der Felge. Da brauchen wir eigentlich relativ wenig Dämpfung, weil die Dämpfung wirkt ja der Federung entgegen. Also man muss sich das so vorstellen wie zum Beispiel beim Rudern, ob ich jetzt in Wasser ruder oder in Honig oder in eine noch dickeren Flüssigkeit. Ja, genau. Wenn wir aus dem Schlagloch, oder nee, wie machen wir das? Ja, genau. Wenn wir ins Schlagloch allerdings reinfahren, jetzt auch das zusammen, und das Motorrad kommt erstmal hinterher, dann wird die ja auch zusammengepresst, die Feder. Da wirkt ja die gleiche Dämpfung. Damit das aber sich nicht so steinhart anfühlt, brauchen wir da eigentlich relativ wenig Dämpfung. Bei den gleichen Zuständen einfedern, einmal viel Dämpfung, einmal wenig Dämpfung.
analog dazu genau das Gleiche, auch beim Ausfedern. Wenn das Rad erstmal der Kontur des Schlaglochs reinfolgt oder reinfolgen soll, da brauchen wir auch wenig Dämpfung. Wenn aber irgendwann wir aus dem Schlagloch wieder raus sind und das Motorrad auch dann von der Feder nach oben gepresst wird wieder, damit diese Bewegung irgendwie wieder aufhört, da brauchen wir wieder mehr Dämpfung letzten Endes. Du sagtest ja, das ist ein Energiespeicher. Genau. Die Feder wird erst zusammengepresst, speichert die Energie. Ja. Und sobald das freigegeben wird, schnellt das Ganze nach oben. Genau. Und dieses nach oben schnellen wollen wir eigentlich verhindern und dämpfen da natürlich dann deutlich genau. mehr. Also wenn wir es energetisch betrachten, die Dämpfung, das ist irgendeine Einrichtung, die letzten Endes diese Bewegungsenergie in Wärme umwandelt. Ja, das kann man übrigens ganz gut merken, wenn man auf so einer ganz schlechten Landstraße mal gefahren ist, fährt dann rechts ran und fasst mal seine Dämpfer an oder auch die Gabel, das ist ordentlich warm. Ja. Also das ist schon mächtig. Genau, also irgendwo muss die Energie hier hin und das ist einfach in Form von Wärmeabstrahlung letzten Endes kommt sie aus diesem System raus. So, das Ding ist dann, wir können ja nicht vor jedem Schlagloch anhalten, Dämpfung rausdrehen, ins Schlagloch rein. Moment, jetzt will das gerade dann wieder die Dämpfung zu. Jetzt geht es aus dem Schlagloch wieder raus, dann auch erstmal die Dämpfung wieder auf und dann wieder zu. Das wird ein bisschen mühsam. Also müssen wir da mal so einen Kompromiss finden letzten Endes. Und das ist dann so die hohe Kunst? Das ist die hohe Kunst dann letzten Endes. Wir hatten ja auch schon mal ein Video gemacht. Am Beispiel von einer Traxen, da hatte ich ja mal eine Gabel zerlegt und anders abgestimmt. Ich erinnere mich. Das sind eigentlich immer nur relativ einfache Regeln, die hatte ich da auch geschrieben, mit denen man eigentlich sein Fahrwerk schon mal sehr, sehr gut abstimmen kann. Da braucht man eigentlich noch nicht mehr fahren, sondern das kann man ja wirklich im Stand machen. Einfach dieses, ich kann es dir mal zeigen. Schön ist es in meiner Gabel, ich ziehe die Bremse, drücke jetzt gleich einmal kräftig drauf und versuche dann möglichst das nicht mehr zu beeinflussen, sondern nur, naja, dass sie halt nicht umkippt. Wenn man genau darauf achtet, jetzt bei der Gabel jetzt zum Beispiel, ich habe die hier reingepresst, dann kam sie durch die Federkraft nach oben, ist über dieses Niveau, was sie jetzt hat, drüber hinaus, danach wieder runter, wieder unter das Niveau runter, dann wieder ein Stück hoch und dann war die Bewegung erst zu Ende. Diese Gabel hier ist jetzt mit dieser Bewegungsart ist sie unterdämpft. Besser wäre es, wenn ich sie jetzt reinpresse, dass sie dann wieder hochkommt, über das Niveau hinaus, wieder aufs Niveau zurücksackt, aufs Nullniveau quasi. Und dann muss die Bewegung zu Ende sein. Wie gesagt, alles bei gezogener Bremse. Wenn die Bremse nicht gezogen ist, gucken wir mal, was hier auch nochmal sieht. Wenn ich dann hier irgendwo so drauf drücke, eigentlich genau das Gleiche, einfach erstmal komprimieren. Dann sollte sie schnell hochkommen bis aufs Niveau und dann sollte die Bewegung beendet sein. Hier hat man auch gerade gesehen, sie ist übers Niveau hinaus. Und dann wieder zurückgesackt auf das Niveau. Und dann war erst die Bewegung zu Ende. Das ist eben, wie gesagt, hier ist es unterdämpft. Also hier müsste man ein bisschen Hand anlegen. Ja. Das ist die Zugstufe, die wir jetzt gerade getestet haben. Also das Dämpfen der Ausfederbewegung. Genau. Analog hinten, da bringt es nicht irgendwie eine Bremse zu ziehen. Aber die soll eigentlich hinten genau die gleiche Bewegung machen wie vorne die Gabel, wenn ich die Bremse nicht ziehe. Wenn ich sie zusammenpresse, muss sie schnell nach oben kommen und dann muss die Bewegung zu Ende sein. Die macht das hier, da besteht erstmal kein Handlungsbedarf an der Dämpfung. Das ist auch Zugstufe. Wie gesagt, das kann man letzten Endes bei sich zu Hause in der Garage, ohne dass man wirklich fährt, einstellen. Und das zumindest erstmal erkennen, ob man was machen muss. Bisschen schwieriger ist es bei der Druckstufe. Das ist die Dämpfung, die dem Einfedern entgegenwirkt.
Wenn man etwas, eine Gabel hat oder Federbeine, wo das einstellbar überhaupt ist. Das ist gar nicht mal so, also in den niedrigeren Preisklassen bei Motorrädern ist das meistens gar nicht einstellbar, ne? Ja, genau. Also das sind wirklich nur die, ich sag mal, sehr hochpreisigen Fahrzeuge von der Ausstattung her, wo das überhaupt einstellbar ist. Da kann man sich im Grunde genommen den Spaß einfach mal machen, Dämpfung komplett zudrehen. Dann sucht man sich eine schöne Strecke mit Kopfsteinpflaster und fährt da einfach mal. Möglichst nicht kurvig oder so, das ist nicht ganz ungefährlich, wenn das überdämpft ist. Immer hin und her und dreht dann die Dämpfung sukzessive immer weiter auf, bis so diese Schläge, die im verlängerten Rückgrat landen, bis das Auer nicht mehr da ist. Bis das Auer nicht mehr so da ist, genau. Ja. Und dann hat man ja auch das schon mal sehr, sehr gut eingestellt. Wir wollten noch Federn sagen, wie kann man was erkennen? Also das waren jetzt praktisch erstmal so die Grundbegriffe, die genau. Wir hatten. Federung, Dämpfung, Zugstufe, Druckstufe. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, was die Charakteristik von solchen Federn ist. Das hat man kurz angerissen. Also zumindest die Zubehörhersteller von Federbeinen machen das ganz oft, dass die auf ihre Federn draufschreiben, was es wirklich ist. Also die haben leider auch teilweise so unterschiedliche Codes, ne? Die benutzen nicht alle das Gleiche, aber... Ja, es ist schon teilweise sogar schon übergreifend. Also das hier ist, glaube ich, jetzt eine Feder von YSS. Mhm. Bei Wilbers ist es identisch. Also hier steht als Beispiel zum Beispiel drauf 46/46-17/25/220. Ich drösel das mal auf. Das ist doch gut, ja genau. Das dröselst du mal auf. 46... Das ist der Innendurchmesser hier, oben. Ist auch ein ziemliches Standardmaß für Mono-Federbeine. Ja. Nochmal 46, das ist, naja, hier der Innendurchmesser. Das kann durchaus variieren bei einigen Herstellern. Ja, also eine Feder könnte theoretisch auch so leicht bauchig sein. Ja, oder genau. Hm? Dann kommt hier Bindestrich 17. Das ist die Federkennlinie, wenn... das hier noch nicht auf Block ist. Okay, das ist also von den oberen, engeren Bindungen. Das heißt konkret, man braucht 17 Newton, um die um 1 Millimeter zusammenzupressen. Genau. Das steckt dahinter. Dann wieder Bindestrich 25. Das ist die Federkennlinie, wenn der obere Teil schon auf Block ist. Das ist also praktisch jetzt der untere Teil. Ich kann das ja mal hier so ein bisschen ergänzen. Der Feder, ja. Das nehmen wir da ist Orange weiterhin. Das wäre dann, lass mal weg. Das gibt jetzt so eine geknickte Kennlinie. Ne? Ja, ganz klein bisschen rund, ganz klein bisschen nur. Das ist sozusagen die eine Windung, wo es von eng auf größer geht. Ja, ja. Und dann geht es eben steiler noch weiter nach oben dann. Ja, bleibt nur noch übrig. Und das wären jetzt praktisch dann, die 25 wären jetzt also analog dazu. Genau. 25 Newtonmeter für einen Millimeter. Genau, wenn man jetzt in den Bereich kommt, also der weiche Teil ist auf Block. Ab hier, wenn man jetzt noch einen Millimeter weiter sie zusammenstrauchen möchte, dann braucht man eben halt 25 Newton dafür an Kraft, um da weiterzukommen, immer noch on top. Genau, ich brauche also um einiges mehr, um dieselbe 1 mm Bewegung wieder zu erreichen. Und damit setzt sie praktisch dann mehr Widerstand entgegen und kann dann so eine grobe Fahrbahnunebenheit auch besser wegfahren. Genau. Wir haben eine weiche Feder bei wenig Bewegung und eine kräftige Feder eben halt, wenn das richtig zur Sache geht. Übrig bleibt noch 220. Das ist wahrscheinlich die Länge, ne? Einfach nur die Länge des... der Feder. Das sind 220, gucken, sind sie genau gewesen. Na, ich messe jetzt 221. Ja. Also praktisch in völlig entspanntem Zustand. Genau. So ist das oftmals kodiert. Wie gesagt, viele machen das. Öhlins macht das nicht. Die Dicke des Federstahls spielt da jetzt keine Rolle, weil das ja abgebildet wird durch die Kennlinie dieser Feder. Je dicker der Draht natürlich ist, desto kräftiger ist die Feder. Je mehr Windung sie hat, desto weicher ist die Feder.
Wenn man das alles zusammenrechnet, dann braucht man eben halt nochmal diesen Biegekoeffizienten von dem Draht und dann kann man irgendwann sich ausrechnen, aha, die Feder so konstruiert, kommt jetzt eben halt auf eine 1725er Kennlinie. Okay. Brauchen wir nicht ausrechnen, weil der Hersteller war ja so nett, hat das ja schon draufgeschrieben. Ja. Ja. Wie gesagt, Öhlins, die machen das nicht. Genau, die haben dann nur ganz wilde Codes da letzten Endes nur. Die halten das alles ein bisschen geheim. Da muss man dann eben halt zu seinem Öhlins Partner des Vertrauens. Genau. Und der hat ein Nachschlagewerk irgendwie online und ja, der kann genau. Dann genau sagen, genau. So, wie schwer bist du, das und das muss sein. Ja. Okay. Wir können noch mal gucken, was es überhaupt bedeutet, eine schwächere oder stärkere Feder einfach mal zu verbauen. Dann müsstest du mal die andere Tafel ja. Nochmal einklappen. Ah, okay. Genau. Ich komme hier so ein bisschen rüber. Ich habe hier einfach mal zwei Kennlinien eingezeichnet. Die orangene, das ist eine relativ schwache Feder, nenne ich das jetzt mal. Und die blaue, das ist eine deutlich kräftigere Feder. Wir haben uns einfach mal einen Menschen ausgesucht. Nehmen wir meinetwegen dich. Einmal haben wir die blaue Feder, einmal die orangene eingebaut. Du hast immer die gleiche Kraft ausgeübt auf die Feder, wenn du drauf gesessen hast, zusammen mit dem Anteil Gewicht von dem Motorrad. Und dann sind wir immer jeweils da, respektive hier gelandet, vom Zusammenpressen der Feder. Dann haben wir einfach mal die Federvorspannung so gewählt, dass beide den gleichen Negativfederweg haben. Positivfederweg. Ja. Also von da nach da, respektive von hier nach hier. Der Weg ist immer der gleiche. Was man ganz gut sehen kann, nehmen wir mal an, die Feder ist, die schwächere war zu schwach. Jetzt kommt was Kurioses nämlich gleich. Das haben wir ja so jetzt nicht gemerkt. Ich habe mich praktisch, oder hätte mich jetzt nein, zweimal da drauf gesetzt. Wir hätten es gemessen. Und wenn ich mich da drauf genau, setze, durch das Einstellen gleich viel praktisch nachgegeben, genau. Ist gleich viel eingesackt. Genau. Jetzt kann man natürlich, genau wie du sagst, so noch nicht unbedingt drauf schließen, ist die Feder jetzt richtig, ist sie zu hart, ist sie zu schwach. Nein, kann man erstmal noch nicht. Nehmen wir mal, was passiert, was sehr interessant ist hier, was passiert beim Ausfedern? Die starke Feder hier, die ist ja steiler. Ja. Wenn die jetzt, sagen wir mal so, gerade eben bis Anschlag, sagen wir mal, ausfedert, dann sind wir auf dieser Höhe. Das habe ich hier mal eingezeichnet. Bei der schwächeren Feder, die ja weiter vorgespannt ist, wenn die auch ausfedert, dann sind wir da von der Kraft, die sie noch da am Drücken ist. Mhm. Also mehr Kraft ist beim Ausfedern von der schwachen Feder da, die das Fahrzeug nach oben drückt, als von der starken Feder. Und das kann passieren, ah, okay. Dass die zu schwache Feder das Motorrad so stark nach oben beschleunigt, dass du sogar den Bodenkontakt verlierst. Weil irgendwann ist ja der Anschlag da vom Federbein und dann nimmt es natürlich auch den ganzen Rest, Schwinge, Hinterrad, etc. ja auch alles mit in die Luft. Das heißt, ich kann das dann irgendwann durch eine Erhöhung der Zugstufendämpfung auch nicht mehr kompensieren? Nein. Das bilde ich mir vielleicht ein am Anfang, aber es wird nicht hinhauen. Es ist nur in engen Grenzen. Also diese Nummer, ich fahre Solo und einmal im Jahr ganz viel Gepäck und mit Sozial hinten noch drauf oder was auch immer und dann einmal die Federvorspannung vorstellen und dann ist das alles gut. Nein. Man müsste eigentlich eine kräftigere Feder einbauen. Eigentlich. Also dieses Vorspannen ist an und für sich immer nur eine Notlösung. Also das, ich sag mal, langsamere Fahren bei Hochbeladen, das sollte man dann doch tunlichst tun. Umgekehrt natürlich, wenn es ins Einfedern geht, die schwächere Feder, die schlägt natürlich eher mal durch. Da sind wir nämlich dann, wenn wir hier gucken, da ist der Ende. Mechanisch, da haben wir es ja so eingestellt. Ja. Dann übt sie diese Kraft hier aus, bis da. Die blaue, nicht so stark vorgespannte Feder. Die aber kräftiger ist. Aber eben kräftiger ist,
die kann schon ein bisschen mehr nochmal drücken. Die wird nicht so schnell durchschlagen. So, wie finden wir jetzt aber raus, was die richtige Feder ist? Und damit sollte man ja eigentlich auch immer anfangen. Ne? Genau. Erst muss die Feder passen. Die Feder, wenn man Fahrwerk abstimmt, das allererste ist rausfinden, welche Feder muss ich verbauen. Weil alles andere ist von der Feder abhängig. Also da schnell rumfuschen mit den Zug- und Druckstufen nein. wird nie zu einem befriedigenden Erfolg führen. Kann man erstmal komplett ignorieren. Ja. Es geht erstmal immer nur darum, die Feder rauszufinden. Und dafür gibt es dann nicht einfach nur den Negativfederweg und den Anteil Positivfederweg, sondern man hat sich eigentlich, gibt es zwei so Kennpunkte an Negativfederweg. Einmal den Negativfederweg, den dieses Motorrad, wenn ich jetzt aufrichte, nehme die mal so ein bisschen zurück. An der Gabel kann man das so am besten sehen. So, ich ziehe mal so ein bisschen aus. Jetzt ist sie komplett ausgefedert. Wenn ich sie jetzt aufrichte. Genau, durch das Eigengewicht des Motorrades sagt das Ganze schon mal ein bisschen zu. Genau. Das nennt man jetzt den statischen Negativfederweg. Also das, was jetzt, das Maß, was hier zusammengesackt ist. Und wenn ich mich jetzt draufsetze, dann kommt mein Fahrergewicht ja nochmal dazu. Oben drauf, das Motorrad wird also noch weiter genau. zusammensacken. Tut es. Das ist dann der sogenannte dynamische Negativfederweg, den wir dann messen können, was jetzt also zusammengesackt ist. Und dann so als Faustregel für ein Straßenmotorrad, ob das jetzt so eine ist oder ein Sportler oder was auch immer, die haben ja so Pi mal Daumen, alle so um die 120 mm Federweg. Mhm. Das kann man ja nachlesen in den technischen genau. Daten. Mal sind es 115, mal auch ja. 130, also aber die Größenordnung. Für die schnelle Nummer so ein Ding mal einzustellen. Hier kann man das Bild, nee, bei der leider nicht. Federvorspannung oder solche ähnlichen Geschichten, das zu korrigieren. Als Faustregel für die Gabel, dieser statische Federweg, also nur durch das Eigengewicht des Motorrades, wenn die senkrecht steht, sollte sie 20 mm einsacken. Wenn ich mich dann draufsetze, oder der Fahrer eben halt, nochmal weitere 10 mm, also insgesamt 30 mm. Hinten sind die Zahlen ein bisschen vertauscht. Wenn ich die jetzt durchs Eigengewicht hinstelle, dann sollte sie hier 10 mm eingesackt sein. Und wenn ich mich dann draufsetze, nochmal weitere 20 mm, sodass wir insgesamt auch da auf 30 mm dann kommen. Das ist so die Faustregel. Was ist der Hintergrund dieser differierenden Werte von vorne und hinten? Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Dann machen wir uns darüber Gedanken und greifen das im nächsten Fahrwerksvideo auf. Ich weiß, glaube ich, auch schon, wer uns danach dann fragt. Ja. Weil das wäre jetzt so eine typische Frage gewesen. Ja, das ja. ist, glaube ich, einfach wegen Beschleunigung, würde ich mal sagen. Das glaube ich nämlich auch. Ja. Dann, wenn du einmal so richtig Gas gibst, dann wird ja das Vorderrad entlastet, kommt ja so richtig raus und da brauchst du einfach den Federweg, damit das Motorrad, also das Rad am Boden bleibt. Ja. Und hinten weiter etwas weiter vorgespannt, weil wenn du richtig beschleunigst, dann sackt das hinten ja an und für sich immer so ein bisschen ein. Und damit da nicht zu viel Federweg schon aufgebraucht ist, haben wir da den etwas anderen Wert. Braucht man da mehr Reserve. Genau. Ich glaube, das war harter Tobak bis jetzt. Ja, ich bin ein bisschen leer gerade. Das muss ich gestehen. Das waren jetzt wirklich erstmal nur die Grundlagen. Das war jetzt alles viel, viel Theorie. Ich verspreche, beim nächsten Teil, da gehen wir mal so ein bisschen in die Praxis. Können wir mal so Fragen beantworten. Wie suche ich mir zum Beispiel einen Federbein aus, was ich gerne kaufen möchte. Ja. Nehme ich dieses, nehme ich jenes. Warum gibt es da so einen großen Preisunterschied? Genau. Wie kann man so ein bisschen die Güte eines Federbeins überhaupt genau. beurteilen? Das können wir dann mal so ein bisschen aufdröseln dann. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Denn eins ist ja klar, das vielleicht noch so abschließend.
Der Hersteller muss immer einen ganz, ganz breiten Kompromiss mit seiner Fahrwerksabstimmung irgendwo gehen. Ne? Ja, da muss das leichte Mädel, sag ich mal, rauf mit, ja, ich weiß nicht, 40 Kilo meinetwegen. Ja, genau. Und auch so die Leute wie wir, die dann vielleicht sogar noch zu zweit auf dem Ding fahren wollen. Genau. Dann könnt ihr euch vorstellen, das sind ganz andere Anforderungen. Ja. Ich würde sagen, das war jetzt erstmal unser zweiter Teil. Der dritte folgt. Der dritte folgt und ich fürchte, wir werden mit drei Teilen nicht hinkommen. Nein. Ich glaube, wir brauchen vielleicht noch einen vierten oder einen fünften. Wir werden sehen. Also ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Das ist wirklich eine ganz, ganz wesentliche Geschichte und es macht das Motorradfahren wesentlich spaßiger, wenn das Fahrwerk gut passt. Dann denkt ihr nämlich plötzlich, ich bin ja plötzlich ein richtig guter Fahrer geworden und seid ihr dann bestimmt auch, aber eine vernünftige Fahrwerksabstimmung hilft euch auch extrem dabei, das Motorrad besser zu beherrschen. In diesem Sinne, nutzt die letzten sonnigen Tage noch und dann bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Der Schluss war echt zäh, Gott. Ich glaube, das war ganz schlecht heute. Ja.